Servus und hallo, liebe Grill- und Kochbegeisterte. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Die Frau am Grill. Hier ist wieder eure Anja und schaut mal, was ich hier habe. Ich habe griechischen Krautsalat, selbstgemachtes Tzatziki und selbstgemachtes Pita-Brot. Klingt griechisch, oder? Und da fehlt aber noch was, weil so kann ich den Kameramann nicht zufriedenstellen. Ja, Gyros hatten wir schon mal, verlinke ich euch rechts oben. Und heute gibt's Souvlaki. Und wie das gelingt, das zeige ich euch jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Für Souvlaki benötigen wir Schweinefleisch, und zwar Schweinelachs. Und den seht ihr hier. Wer jetzt empfindlich ist, was so Fettanteile betrifft, der könnte da jetzt noch ein bisschen Hand anlegen, aber für mich ist das vollkommen okay. Und jetzt wird das Fleisch zugeschnitten für die Spieße. Und da braucht man jetzt natürlich ein bisschen kleinere Stücke. Ich empfehle euch, sie erstmal in etwa 1,5 bis 2 cm dicke Scheiben zu schneiden, und das machen wir jetzt gemeinsam. So. Wunderschön. Das ist, da muss man jetzt schauen, wenn die Scheiben zu dünn sind und in eure Souvlaki dann zu dünn sind, dann kann es passieren, dass sie euch dann austrocknen. Das ist ja gerade die Schwierigkeit, Schweinelachs zu grillen oder zu braten, dass das Fleisch nicht zu trocken wird. Und wenn sie zu dick sind, dann brauchen sie natürlich länger und trocknen vielleicht dann außen schon aus, bevor sie innen durch sind. Also so sind sie mir persönlich zu groß, so würde ich sie nicht aufspießen, und so ist es auch nicht üblich. Man schneidet sie nochmal durch. Es sollten ungefähr Fleischstücke mit einem Durchmesser von 5 bis 6 cm entstehen. Und ich habe hier eine Breite von 10 cm. Ich habe nämlich vorhin mal den Maßstab hingehalten, und deswegen schneide ich jetzt hier nochmal durch. Und dann haben wir schöne Fleischstücke. Filigrane Spieße machen wir hier. Das ist super. Bei der Zubereitung von Souvlaki hat man jetzt drei Möglichkeiten, um weiter zu verfahren. Entweder man steckt das Fleisch jetzt gleich auf die Spieße und legt es auf den Grill, oder man mariniert. Und da gibt es noch zwei Möglichkeiten. Und zwar zum einen eine Marinade bestehend aus Olivenöl, Zitronensaft und Gewürzen, dazu gleich mehr. Oder man würzt sie trocken. Also mit Salz, Pfeffer, Oregano und ein bisschen gepressten Knoblauch, und lässt sie dann durchziehen, mindestens 2 Stunden, aber auch gerne für einen ganzen Tag. Ich habe mich für die Variante, für die Marinade auf einer Basis von Olivenöl und Zitronensaft entschieden. Dazu gebe ich noch gepressten Knoblauch hinein, Salz, Pfeffer und Oregano, und das machen wir jetzt. Oregano könnt ihr nach Geschmack verwenden. Ich habe mich jetzt für einen Teelöffel ungefähr entschieden. Vielleicht gebe ich hier noch ein bisschen mehr dazu. Des Weiteren etwas Salz. Da kann man sich jetzt auch streiten, Salz ja oder nein. Ich verwende etwas Salz, ihr könnt es auch weglassen. Und Souvlaki nach dem Grillen dann nach Lust und Laune noch Salz, ein bisschen Pfeffer hinein. Und warum gibt es da Diskussionen wegen dem Salzen? Ja, da gibt es Diskussionen. Man sagt, dass das Salz dem Fleisch Wasser entzieht und damit trocken werden lässt. Aber ich denke, dass ein bisschen Salz trotzdem nichts ausmacht, wenn man es nicht übertreibt und wenn man es nicht so lange stehen lässt. Also da gehen die Meinungen auseinander. Ich würde sagen, ich gebe ein bisschen Salz dazu, das könnt ihr selber entscheiden. Was meint ihr? Wie macht ihr es gern? Jeder wie er möchte, würde ich sagen. So, wir werden uns ja dann überzeugen, ob die Souvlaki trocken geworden sind. Ich bin mir sicher, dass das nicht der Fall sein wird. Und jetzt machen wir noch weiter mit dem Olivenöl. Und Zitronensaft. So, und das rühre ich jetzt ein bisschen durch. Und wenn man an die Zubereitung von Steaks denkt, die kann man ja auch, das habe ich ja auch schon mal hier so gemacht in einem Video, salzen und zuckern. Zwei Teile Salz, ein Teil Zucker. Dann bekommt man besonders schöne Röstaromen, und manche sagen, Natur drauflegen. Ja. Gut, und jetzt lege ich das Fleisch ein. Ein bisschen drin wenden, damit sich das gut verteilt.
Und dann decke ich das Ganze ab, lege eine Folie drüber und lasse es im Kühlschrank 2 Stunden durchziehen und dann treffen wir uns draußen am Grill. Bevor es mit dem Stecken losgeht, nehmt euer Fleisch, circa euer mariniertes Fleisch oder auch wenn ihr es nicht mariniert, 1 Stunde vorher vorm Grillen aus dem Kühlschrank, damit das Fleisch gleichmäßig durchgaren kann, damit es nicht außen trocken wird beim Grillen und dann innen der Kern noch roh ist. Ja? So habt ihr gute Bedingungen. Und jetzt kann es losgehen mit dem Stecken. Je nachdem, wie groß eure Spieße sind und wie viel Fleisch ihr habt, müsst ihr mal schauen. Ich habe durchgezählt, es müssten 14 Stück sein, falls ich mich nicht verzählt habe. Und jetzt wird das Fleisch hier aufgespießt. Nicht mich erstechen, wenn es durchsaust. Meinst du, Nader? Hast du Angst? So, sehr gut. So, ich würde sagen, ich mache jetzt die Spieße mal fertig. Der Grill wird auf 250 Grad vorgeheizt. Dann geht's schon los. Zeit, die Souvlaki-Spieße jetzt aufzulegen. Die Spießchen-Spieße würde man das Ganze übersetzen. Das ist natürlich Blödsinn. Souvlaki heißt ja schon Spieße. So, und jetzt legen wir mal auf die direkte Hitze. Der Grill ist auf etwa 250 Grad vorgeheizt. Jetzt lege ich sie mal ungefähr in einem 45-Grad-Winkel auf, damit wir ein schönes Grillmuster bekommen. Ich empfehle euch bei einer Dicke von 2 cm, sie 3 bis 4 Minuten pro Seite zu grillen. Und jetzt schauen wir uns das einmal dann an. Ich hole euch zum Wenden nochmal dazu. 3,5 Minuten sind vergangen, Zeit zum Wenden. Es duftet schon total lecker. Jetzt muss ich mal schauen. Erst einmal vorsichtig lösen. Super. Und dann wird gewendet. Ja, das sieht doch schon mal gut aus, oder? So, jetzt. Und weitere 3 bis 4 Minuten. Wow. Wir erreichen fast Minute 8 und jetzt mache ich mal langsam den Deckel auf. So. Und jetzt wird gekostet. Nicht doch eins. So, meinst du? Ja. Vielleicht mag ich mehr probieren. Genau, also da habe ich Tzatziki und Krautsalat dazu, Pita. Bietet sich an. Wunderbar. Fein. Ich auch. Moment. Danke. Extrem saftig. Ja, also die Marinade macht sich wunderbar, da kommt dieses Mediterrane durch, der Knoblauch schmeckt ein bisschen hervor. Der hat auch noch ein bisschen Röstung bekommen, sehr lecker. Also macht unbedingt einmal Souvlaki nach und lasst mich wissen, für welche Marinade ihr euch entschieden habt und wie sie euch geschmeckt haben, die Spieße. So, und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, ich blende euch hier was ein. Ist kostenlos, dann bleiben wir in Verbindung, wenn ihr auch noch die Glocke aktiviert. Und jetzt verabschiede ich mich bei euch. Danke fürs Zusehen, eure Anja. Macht's gut. So. Wunderschön.